lieber Javad Karahassan, ich freue mich sehr, dass wir hier im Islamischen Museum zu Berlin sitzen, vor einer nicht wirklichen Gebetsnische, vor einem Teppich, der mich sofort an den Umschlag deines Romans Der östliche Divan erinnert. Der erste Roman, der von dir erschien, 1993 im Visa Verlag. Du kamst damals aus Sarajevo. Du hast dort ein Jahr ausgeharrt, als diese Stadt belagert war. Diese Stadt ist aber schon lange deine Heimat gewesen. Du bist aber nicht dort geboren. Du bist in Duvno geboren, in Bosnien, in einem Land, das es nicht mehr gibt, Jugoslawien. In einer Stadt, die heute anders heißt. Wie heißt die Stadt? Denn Duvno heißt heute Tomislavgrad. Auf jeden Fall, du hast recht, ich komme aus einem Land, das es nicht mehr gibt, aus einer Stadt, die es nicht mehr gibt. Und wohnst in einer Stadt, die es immer noch gibt, Sarajevo. Gott sei Dank gibt es sie noch. Aber als ich dich zum ersten Mal gehört habe hier in Berlin 1993 im Café Kyrill in der Lüchener Straße, wenige Schritte von dem Ort entfernt, an dem heute der Surkamp Verlag residiert, im Café Kyrill, das zum Druckhaus Galref damals gehörte, sprachst du über deine Stadt Sarajevo und sagtest, Sarajevo ist schon nicht mehr diese Stadt, sie ist schon übersiedelt in etwas Ideales. Du hast um diese Stadt getrauert, du hast diese Stadt beschrieben, wie ein Liebender seine Geliebte beschreibt, die ihm abhanden kommt. Das war sehr verwunderlich, weil du ja in dieser Stadt im Keller gesessen hast, im Kinderkrankenhaus gearbeitet hast, weil diese Stadt beschossen wurde, weil die Bibliothek in Flammen aufging, weil du kein Wasser hattest, weil du nichts zu essen hattest. Nichts von all dem war von dir zu hören damals. Und das hat nicht nur mich sehr verwundert. Warum hast du nicht über das gesprochen, was damals in Sarajevo auf der Straße geschah? Wir Menschen sind unter anderem auch geistliche Wesen. Und geistig weilen wir in der Sprache, in den Vorstellungen, unter Ideen, die Probleme des Alltags sind im Grunde genommen Akzidenz. Die lassen sich irgendwie lösen. Es ist viel wichtiger, was im Geiste passiert. Das, was du erzählst, stimmt zum größten Teil. Wir hatten große Probleme mit dem Wasser. Hattet ihr nicht Angst? Je nachdem. Manchmal schon. Aber wie gesagt, es war kompliziert, etwas Wasser zu bekommen, aber man fand sich immer ein wenig Wasser. Es gab große Probleme, etwas Essbares zu bekommen, aber man aß irgendwas doch. Meine Probleme waren wirklich anderer Natur, eben Angst. Angst versklavt die Menschen. Für mich war es wirklich lebenswichtig, lebensrettend, mit meinen Studenten alltäglich zu kommunizieren, die Gott sei Dank keine Angst hatten. Was haben die Studenten gemacht? Die Studierenden des vierten Jahres, Schauspieljahres, sollten ihre Diplom arbeiten, also eine abendfüllende Vorstellung machen, in der der jeweilige Diplomant Hauptrolle spielt. Und ich habe sie alle gebeten, inständig gebeten, Komödien zu spielen. Komödien. In einer Stadt, in der alltäglich Hunderte von Menschen umgebracht werden. In einer Stadt, in der es große Probleme gibt, einen Tag zu überleben, wäre es irgendwie tautologisch, geschmacklos, Tragödie oder ein absurdes Drama oder was Ähnliches zu spielen.
Die Kunst muss gelegentlich sich auch gegen Wirklichkeit auflehnen. Die Kunst muss uns gelegentlich flüstern, dass wir auch gegen Wirklichkeit leben können, dass man auch gegen Strom schwimmen kann. Denn wir sind, nochmal, auch geistige Wesen. Es war eine große Befürchtung von uns allen, bevor wir zu spielen begannen, wie unsere Mitbürger auf unsere Idee reagieren würden, Komödien, in diesem Ambiente Komödien zu spielen. Die alle reagierten äußerst positiv. Die Studenten spielten auch unmittelbar an der Frontlinie, spielten überall in der Stadt und überall kamen unsere Komödien äußerst gut an. Du bist ein Mensch des Theaters. Alle Leute, die dich jetzt zum ersten Mal sprechen, hören und sehen, werden mir bestimmt nicht glauben, dass damals im Café Kyrill 1993 du kein Wort Deutsch gesprochen hast, sondern gesagt hast, du verabscheust es, in gebrochenen Sprachen zu sprechen. Wie hast du denn gelernt, Deutsch zu reden? Und zwar ein Deutsch, darüber haben wir bei der Arbeit auch so viel nachgedacht, ein Deutsch, das, glaube ich, eher Heinrich von Kleist als Lehrmeister hat, als irgendwelche Schulbücher Deutsch als Fremdsprache. Wie hast du das gelernt? Wohnst du in den Sprachen? Also wohnst Eben. Du physisch in den Sprachen? Denn darüber sprechen wir dann auch gleich in Bezug auf den Roman. Ich habe Deutsch gelesen, weil viele meiner Lieblingsautoren deutschsprachige Autoren sind. Ja, was mich mit einigen dieser Autoren verbindet, würde ich lieber als Krankheit, denn als Liebe bezeichnen. Büchner, Goethe, Kleist, das ist viel mehr als Liebe. Das ist beinahe eine Krankheit. Und ich habe sie gelesen, aber wie du richtig bemerkt hast, Sprache ist auch ein körperliches Phänomen. Sprache will auch mit dem Sprechapparat gelernt werden. Die Sprache will auch mit dem Körper gelernt werden. Das kann man nicht in der Schule. Wort ist viel mehr als Informationsträger. Wort ist eine Form. Wort ist Erinnerung. Wort ist eine lange Kulturgeschichte. Wort ist viel mehr. Ich würde gerne radikal formulieren, Wort ist nebenbei auch Informationsträger. Aber die am wenigsten wichtige Aufgabe einer Sprache ist, als Verständigungsmittel zwischen Menschen zu funktionieren. Mir damals waren alle Dimensionen der deutschen Sprache verweigert, außer Informationsträger. Das ist viel zu wenig. Du hast dieses Buch in eine ferne Vergangenheit verlegt. Deine Romane spielten bisher eigentlich alle in Sarajevo, allenfalls in Foča, also auch in Bosnien, in deiner Stadt, in deiner Region. Und jetzt verschiebst du deinen Schauplatz nach Isfahan, damals ein Zentrum, ein modernes Zentrum des Seldschukenreiches im 11. Jahrhundert. Im Zentrum steht Omar Khayyam, ein Gelehrter, ein Dichter, ein Astronom, der einen neuen Kalender eingeführt hat, im Alter von noch nicht 30 Jahren in Isfahan am Seldschukenhof. Und dieser Omar Khayyam verliebt sich in eine junge Frau, die unglücklicherweise die Tochter eines Mannes ist, der von seiner Frau vergiftet worden ist. Das allerdings weiß man als Leser lange Zeit nicht.
sondern man wird mit Omar Khayyam in die Ermittlungen hineingezogen, denn er soll rausfinden, wer diesen armen Mann wohl vergiftet hat. Er stellt seine ganze Umgebung unter Verdacht. Er wird unterstützt von Polizei und Nachrichtendienst, weil er an die Logik, an die Erkenntnis, an die wissenschaftliche Erkenntnis glaubt, beginnt es so eine Eigendynamik zu entwickeln. Was ist das Seldschukenreich? Was ist Isfahan? Wo befinden wir uns, wenn wir anfangen, dieses Buch zu lesen? Das Seldschukenreich deckte sich so ziemlich genau mit dem heutigen Iran, mit dem Kern des alten Persien. Im Augenblick, in dem unser Roman beginnt, laufen verschiedene Prozesse in dieser Gesellschaft. Einerseits unterstützt durch Dynastien von Samaniden und Ghaznaviden, erwacht das persische kulturelle, heute würden wir auch nationale Gefühl sagen. Die Perser erinnerten sich plötzlich, dass sie eine großartige kulturelle Tradition erben, dass sie also keinen Grund haben, Araber als eine großartige Kultur anzusehen. In dem Seldschukenreich lebten nebeneinander, miteinander, gegeneinander Perser, Araber, Türken, Armenier, Juden und. Islam wird zu der Zeit quasi als Religion kanonisiert. Es entsteht eine Art Ulama, die Gelehrten, eine Art Kirche, nicht gerade Kirche, aber eine religiöse Bürokratie, Bürokratie des Himmels. Gleichzeitig entstehen sehr radikale, fundamentalistische Bewegungen wie die Karmatenbewegung, eine radikale Lehre, die Gleichheit aller Menschen predigt und sich sehr stark für das Soziale einsetzen will. Es entstehen mystische oder und gleichzeitig pseudomystische Bewegungen predigten, nämlich Gnostik, eine Art islamische Gnostik, die Hasan Sabbah predigt. Und auch wirklich mystische Bewegungen, die einigermaßen Abu Said in unserem Buch verwirklicht. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass diese Figuren selbstständig lebende, sprechende, denkende Wesen sind. Dass die nicht Träger dieser Ideen sind, sondern sie gehören, sie brüten diese neuen Entwicklungen eigentlich aus. Und was so fantastisch ist, wenn man dieses Buch liest, ist, dass man den Eindruck hat, man versteht von innen heraus, wie zum Beispiel so etwas wie Fanatisierung und Fundamentalismus einsetzt. Und dieser Hasan Isaba, den du gerade erwähnt hast, ist ja im Grunde derjenige, der dann so eine Art, du hast es wirklich mal als die ersten Suizidattentäter der Geschichte genannt. Ja, und so ist es, das stimmt auch. Wie hast du die Figuren gefunden? Also wie hast du sie kennengelernt? Nee. Das Buch beweist, dass die Wirklichkeit der Literatur gerne nachahmt. Denn die Geschichte hat mir, die Wirklichkeit, die große Historie hat mir dieses Buch sozusagen serviert. Also wenn man dir zuhört, könnte man ja denken, dass du vielleicht einen historischen Roman geschrieben hast. Jetzt spielt er halt nicht im 19. Jahrhundert in Sarajevo, sondern im 11. Jahrhundert in Isfahan und im 12. Jahrhundert in Nishapur. Und es gibt da diese Figuren und du hast bestimmt sehr viele Quellenstudien betrieben. Aber so ist es ja nicht. Wenn man dieses Buch liest, hat man das Gefühl, es spielt heute. Die Menschen, die da reden und nachdenken und in diesen unglaublich langen, komplexen Sätzen sich ausdrücken, sich ihre Wirklichkeit schaffen, das sind alles Figuren auf einer Weltbühne und diese Weltbühne ist heute aufgeschlagen. Ich habe mal
mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass du aus einer Stadt kommst, in der es die vier monotheistischen Religionen gegeben hat, in der es unterschiedliche Stadtviertel gibt, die für unterschiedliche Geschichten und Kulturen und Religionen stehen. Du hast diese Stadt in gewisser Weise verloren, beziehungsweise sie wurde dir zerstört. Und kann es sein, dass du dich einfach nach diesem Konzert dieser unterschiedlichen, sagen wir mal, Stadtteile und Bewohner zurücksehnst, dass du dich nach dem verlorenen Gespräch zwischen all diesen Leuten zurücksehnst und deswegen diese Bühne aufgeschlagen hast und natürlich auch mit der großen Frage, woher kommt es eigentlich, dass Religion plötzlich ein Mittel wird in politischen Kämpfen? Es stimmt, das Buch wirkt sehr aktuell. Unsere wunderbare Übersetzerin Katharina Wolf-Grieshaber sagte vor einigen Jahren, ein so aktuelles Buch hätte sie ihr Leben lang nicht gelesen. Ja, weil du Dinge geschrieben hast, die sich dann in der Wirklichkeit erst später ereignet haben. Eben, aber du bist mein Zeuge, dass das Buch sich als prophetisch erwiesen hat. Als ich mit der Arbeit an dem Buch begonnen habe, gab es keine Ankündigung, keine Spur, keine Möglichkeit, die aktuellen Ereignisse zu erahnen. Eines kann ich auf jeden Fall versichern. Sarajevo hat es möglich gemacht, diese Welt zu verstehen und zu schildern, zu konstruieren. Weil Sarajevo genauso ein Gemisch von Kulturen, kulturellen Gemeinschaften, die sich miteinander vermischen, ergänzen, durcheinander beeinflussen, war wie Isfahan zu dieser Zeit. Und ich glaube, dass die Bilder der Zerstörung, die ich in Sarajevo sehen musste, erleben musste, erlebt habe, dass die sozusagen Grundton des Romans bestimmt haben. Würdest du sagen, es gibt so etwas wie einen vitalen bosnischen Islam, den wir immer mit dem ganzen Gegenteil eines fundamentalistischen in Verbindung bringen, oder ja, ist er bedroht? Sehr bedroht sogar. Aber ihn gibt es sehr wohl auch. Ihn gibt es. Und es gibt immer noch einen Kern von meinem Sarajevo. Denn Sarajevo ist immer noch wahrscheinlich, wenn nicht die einzige sicherlich nicht, aber eine von wenigen Städten, in denen allen absolut normal ist, dass mein bester Freund ein Franziskanermönch ist. Keiner wundert sich über unsere Freundschaft, die schon 40 Jahre dauert. In Sarajevo ist es immer noch absolut normal, dass Franziskaner Theologie für ihre Studenten ein Fach organisiert unter dem Titel Religion des Islam, dass die islamische Fakultät als Gastprofessoren katholischen Theologen engagiert. Das gibt es immer noch. All das ist bedroht, weil das ganze Bosnien extrem stark bedroht ist, durch die schwachsinnige, wahnwitzige Daytons-Verfassung. Eine der berührendsten Stellen ist tatsächlich ganz am Ende die, wo es darum geht, dass nur im Gedächtnis dieses Verlorene aufgehoben wird. Und wir sitzen ja hier im Islamischen Museum und ich habe da drüben diese Tafeln gesehen für die digitale Rekonstruktion einer zerstörten Stadt wie Aleppo. Und die islamischen Kulturschätze werden ja im Moment auf eine ganz barbarische Weise für immer
zunichte gemacht. Und als wir im Sommer in Sarajevo saßen und das Buch durchgenommen haben, hast du gesagt, das Neue heute sei, dass die über Jahrhunderte sich fortsetzende islamische Kultur, die immer kontinuierlich verlaufen ist, erst im 20. Jahrhundert ihre großen Brüche und Zerstörungen erlebt hat und heute zugrunde geht. Nicht nur islamische, im Nahen Osten sicherlich, beziehungsweise bis Mittelasiens gab es keine Brüche. Dort kamen keine Barbaren. Dort gab es kein Mittelalter. Im Westen Europas wurde die Antike wirklich zum größten Teil vergessen durch Ansturm von sogenannten Barbaren, Goten, Germanen, Normannen, was weiß ich, von wem auch immer. Und die sogenannte Renaissance wollte sich an die Antike erinnern. Aber Antike war im Nahen Osten stets präsent. Sie war da. Du konntest vor deinem Haus auf einem antiken Stein sitzen. Und wohl wissend, dass es sich um einen antiken Stein handelt. Und das ist eben extrem schmerzend, besorgniserregend, erschreckend, dass heute, in einer Zeit, die sich sehr gerne als aufgeklärt versteht, in diesem Teil der Welt so tiefgreifende Brüche entstehen, so viel Barbarisierung stattfindet, so schreckliche Folterorgien veranstaltet werden. Und. Und übrigens, da stoßen wir wieder auf mein obsessives Thema, nämlich Erinnerung. Wie Erinnerung bewahren? Exakte Wissenschaften behaupten, Materie kann nicht verschwinden. Das glaube ich wirklich, das glaube ich felsenfest. Aber genauso fest glaube ich, dass auch das Geistige nicht verschwinden kann. Denn Geist ist, wenn nicht ein wenig älter als Materie, so genauso alt. Wenn nicht etwas zäher als Materie, genauso zäh. Und das Geistige kann auch nicht verschwinden. Einfach verschwinden. Der Mensch, solange er ein Mensch ist, solange er ein geistiges Wesen ist, ist ein Wesen der Zeit. Und Kultur heißt Zeit bewahren, Zeit sammeln. Längst vergangen geglaubte Lebensformen in sich mitschleppen und gelegentlich wiederbeleben lassen. Es gibt Tage, die besser nicht angebrochen werden. Aber wenn sie schon anbrechen müssen, wenn der Anbruch eines jeden Tages unabwendbar ist, müsste es eine Möglichkeit geben, den Tag, den man ganz gewiss nicht braucht, zu meiden. Etwa indem man gar nicht erst aufwacht oder ihm sonst wie fern bleibt. Ohne diese Möglichkeit ist man nicht frei. Ein Wesen, das nicht mindestens darüber entscheiden kann, was es nicht möchte, hat keinen freien Willen und wird nie einen haben. Für Omar Khayyam war dieser Donnerstag, der 16. Schaban des Jahres 469, sicherlich so ein Tag. Der Morgen dämmerte schon, als er von Salih nach Hause kam, einem guten Bekannten, fast Freund, den er beim Sterben begleitet hatte, wohl wissend, dass er an diesem Tod nicht direkt schuld
aber auch nicht ganz unschuldig war. Vor seinem Haus traf er einen unbekannten Burschen an, der ihm mitteilte, die Karawane mit der Ausrüstung und den Büchern für das Observatorium, das er hier in Isfahan baute, sei überfallen und ausgeraubt worden. Verständnislos starrte er den Burschen an und redete sich ein, das sei Unsinn und demnach nicht möglich. Was sollten die Räuber mit seinen Büchern, Astrolabien, Sternenatlanten, astronomischen Tafeln anfangen? Aber der Bursche stand unbeirrt vor ihm, und so schweigsam er auch war, bewies er ihm dadurch, dass er möglich und sogar wirklich war. Ob das nun Sinn hatte oder nicht.